bin auch keine Garantie für Gehorsam und Ordnung. Ordnung und Gehorsam von Besserungsanstalten, Gefängnissen, Zuchthäusern, Irrenhäusern. Ich bin der Unbeugsame, der Ruhelose, der in keinem Haus wohnt. Ich bin auch keine Garantie für Erfolg, Sparbücher und Besitz. Ich bin der Obdachlose, ohne festen Wohnsitz, der immer und überall Unruhe stiftet. Ich bin der Aufwiegler, der Aufruf, der Aufschrei. Ich bin der Hippie, Gammler, Black Power, Jesus People. Ich will die Gefangenen befreien. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Ich will die Gequälten erlösen. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Unsterbliche. Jesus ist da, rufen die Gotteslästerer. Jesus ist da, rufen die Staatenlosen. Jesus ist da, rufen die Prostituierten. Jesus ist da, rufen die Waisenkinder. Jesus ist da, rufen die Kriminellen. Jesus ist da, rufen die Revolutionäre, Arbeitslosen, Obdachlosen, Verurteilten, Gejagten, Misshandelten, Verfolgten, Zornigen. Jesus ist da, rufen die Kriegsverweigerer. Jesus ist da, rufen die Verzweifelten. Jesus ist da, rufen die schreienden Mütter in Vietnam. Jesus ist da. Jesus ist da. Jesus ist da, rufen die zum Tode Verurteilten. Jesus ist da, rufen die Fixer, die Gammler, die Hippies, die Ausgestoßenen. Jesus ist da, Jesus ist da, Jesus ist da. Wir brauchen ihn. Und sie kommen zu Jesus gelaufen und schleppen auch die Kranken und krüppeln vor Jesus hin. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der glaube an nichts als die Wahrheit, die ich verbreite. Dann lade er sich freudig das Kreuz der Erkenntnis auf und folge mir nach.
Ein Soldat ruft Jesus zu. Ich will dir nachfolgen. Was soll ich tun? Jesus antwortet: Zieh deine Uniform aus und wirf sie weg. Dann folge mir nach. Ein anderer sagt: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Was soll ich tun? Jesus antwortet: Verteile alles, was du hast, unter denen, die nichts haben. Dann folge mir nach. Der Papst ruft Jesus zu: Ich will dir nachfolgen in Ewigkeit. Was muss ich tun? Jesus antwortet: Halt's Maul und folge mir nach. Das Publikum applaudiert. Kinski spricht weiter. Jesus spricht weiter zu denen, die ihm nachfolgen wollen. Ihr werdet von vielen gehasst werden, um meinetwillen. Sie werden euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln und einsperren und töten. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten. Eure brennenden Herzen können sie nicht ersticken. Was man euch im Dunkeln sagt, das redet im Licht. Und was euch ins Ohr geflüstert wird, das ruft von den Dächern. Denn es ist nichts verborgen, was nicht sichtbar werden wird. Und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Geht unter die Menschen und sagt, es ist Zeit. Befreit Gefangene, heilt Kranke, erlöst Gequälte, macht Blinde sehend, weckt die Toten unter euch auf, treibt den Wahn aus den Menschen raus. Wer sein Leben dabei schont, der wird sein Leben verlieren. Wer keine Angst hat vor der Wahrheit, die ich verkünde, und danach handelt, der kann nie sterben. Der wird auch, wenn er stirbt, leben. Die Liebe wird ihn unsterblich machen. Täglich stoßen neue Menschen zu Jesus. Auch Frauen leben mit ihnen in der Kommune. Alle Arten von Frauen, Prostituierte, Kinder, Zigeuner, Revolutionäre, Kriminelle, asoziale, arbeitslose, obdachlose, verurteilte, gejagte, misshandelte, zornige, Kriegsvorweiger, verzweifelte Mütter aus Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, ausgestoßen und zum Tode verurteilte. Und immer mehr Menschen strömen zusammen. So viele, dass sie sich gegenseitig fast erdrücken. Und alle wollen Jesus nahe sein. Und alle wollen ihn anfassen. Und sein Gesicht sehen. Denn es geht eine Kraft von ihm aus, der alle mit Liebe erfüllt.
Jesus ruft: Glücklich werdet ihr sein, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich werden die Armen sein, denn sie werden das Leben zum Besitz erhalten. Verzweifelt nicht, wenn sie euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln. Ebenso haben sie mich verleumdet und angespuckt und geschlagen und ans Kreuz genagelt. Darüber hinaus können sie nichts tun. Aber wehe euch Reichen. Jeder Zuchthäusler und jede Prostituierte sind besser wie ihr. Wehe euch, die jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht. Man vernimmt wirklich ein leichtes Lachen aus dem Publikum. Und Kinski schreit: Dann werdet ihr weinen! Aber die ihr mich hört, euch sage ich, liebet eure Nächsten wie euch selbst. Wer zwei Kleidungsstücke hat, der gebe eines, von dem er keines hat. Und wer zu essen hat, der tue dasselbe. Wer dich bittet, dem gib und fordere nicht das Gegebene zurück. Wenn ihr aber Gutes tut, dann schmettert aber nicht vor euch her mit Trompeten, damit die Menschen sehen, dass ihr Opfer bringt und euch dafür loben. Wenn ihr Gutes tut, dann aus Überzeugung. So seht nicht verkrampft und trübselig aus wie die Heuchler. Denn die verstellen ihr Antlitz, damit sie möglichst mühselig und leidend aussehen. Nein, mache dein Gesicht froh und freue dich, damit nicht einmal du selbst weißt, dass du ein Opfer bringst. Hängt nicht am Geld. Das Publikum applaudiert. Dann wieder Zwischenrufe. Kinski schüttelt leicht den Kopf. Ich muss mich leider unterbrechen und einen Satz von Jesus sagen, der heißt: Da, wo man zu dumm und borniert ist, euch anzuhören, haltet euch nicht auf, geht weiter. Wiederum applaudiert das Publikum. Hängt nicht am Geld, verschafft euch kein Geld, kein Silber, keinen irdischen Wert, auch nicht unnötig viel Kleidung, keine Reserven und kein Gepäck. Schnitt.